Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs und zwar auf den Weg nach Österreich. Das dauert aber ein paar Tage. Also wir sind definitiv nicht heute da. Wir werden erst wahrscheinlich morgen ankommen. Ziel ist Linz. Und dann mal schauen, ob noch was anderes. Denn wir haben noch ein paar Tage Zeit. Theoretisch über 2 Wochen noch Urlaub. Und mehr erfahrt ihr auf jeden Fall wann? Nach dem Intro. So, jetzt haben wir mal ein Päuschen eingelegt. Wir sind ja auf der A3 unterwegs Richtung Süden. Und was ist direkt an der A3? Der Flughafen. Von Frankfurt am Main. Genau. Also haben wir uns wieder an unserem Plätzchen gestellt, machen ein bisschen, was ist das, Spotting? Planespotting. Planespotting. Und ja, jetzt kurz gleich am Anfang für euch. Wir haben ein Update. Gestern hat Stefan nämlich einen Anruf aus Italien erhalten. Ja, tatsächlich, aus Italien. Also, ich hatte sozusagen, das hatte ich nämlich gar nicht erzählt, einen Tag vor Heiligabend, genau, hatte ich nochmal bei der Kundenhotline dort angerufen und hatte gesagt, dass sie das Auto dann mal bitte mal irgendwann freigeben sollen. Da ist natürlich nichts mehr passiert, aber zwischen den Tagen hat sich jetzt jemand gemeldet. Die Dame hat sehr gut Deutsch gesprochen. Ich gehe davon aus, sie wird auch in Deutschland sitzen und nicht in Italien. Hat ein bisschen gesächselt? Ja, so in die Richtung würde ich sagen, genau. Und hat auf jeden Fall gesagt, dass die sich das Fahrzeug mit der Technik zusammen und dem Autohaus natürlich direkt Anfang des Jahres vornehmen wollen. Ja, müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Also sie geben da noch nicht auf, den Dieselpartikelfilter anzulernen. Ist mir auch ganz recht, weil ich möchte ja auch ein Fahrzeug haben, was dann funktioniert. Aber wenn das jetzt noch ein halbes Jahr dauert, ja, dann müssen wir aber wirklich mal irgendwann über Aufwandsentschädigungen auch reden. Aber ne? So weit sehen wir noch alles gar nicht. Es war auf jeden Fall schon mal schön, dass sie sich gemeldet hat, denn so war für uns klar, jetzt können wir auch wirklich ohne Probleme losfahren. Es wird sich nichts mehr tun. Ja. Und jetzt geht's ab für uns nach Österreich. Weil sonst wären wir wahrscheinlich noch ewig in Deutschland umhergeguckt und hätten viele Sachen nicht gemacht, was einfach nicht... Ja, also ich denke mal, die 2 Wochen Anfang des Jahres werden sie bestimmt erstmal noch brauchen. Die kriegen sie jetzt auch. Die kriegen jetzt die Zeit. Ich habe das ja mit dir schon in Lahnstein gesagt. Theoretisch die erste Woche, das ist doch noch eine Ferienwoche. Dann haben sie auf jeden Fall eine ganze Woche danach Zeit. Ja, aber dann muss auch mal gut sein, wenn sie es da nicht hingeschissen kriegen. Ist gut, ja, ruhig hier. Oh, der regt sich schon wieder auf. Ja, ja. Also das ist die lebende Aufregung. Ich glaube, es ja, Entschuldigung, für ein paar Wochen. Weißt du, was jetzt gut ist? Wir essen jetzt eine Stulle, damit du dich hier wieder beruhigen kannst. Und dann melden wir uns auf jeden Fall von dem Platz, wo wir jetzt hinfahren, weil so viel können wir noch nicht berichten. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Kilometer vor uns, aber bis nach Linz auf keinen Fall, denn Stand jetzt würden wir um 21 Uhr ankommen und das ist viel zu spät. Ja, das machen wir nicht. Es regnet mal wieder. Ja, Kais Wolke hat uns irgendwie erreicht. Naja, besser jetzt diese Wolken als dann später mal auf der CMT. Das wäre schlechter, wenn es da regnet. Auf jeden Fall sind wir in Wertheim angekommen. Richtig. Direkt am Main. Wir blenden euch mal gerade ein paar Bilder ein. Ist eine wirklich schöne Stadt. Also das, was man hier sieht und so weiter. So auch mit Lichtern und so. Das ist schon schön. Nur, dass wir es leider nicht besuchen können, weil einfach bei dem Regen werden wir nicht umherlaufen, das machen wir nicht. Es ist auch offiziell nur ein Zwischenstopp. Wie gesagt, das Ziel ist Österreich. Und mein Mann hat schon gesagt, ne, so früh doch noch gar nicht in Linz. Ja, müssen wir mal schauen. Passau, denke ich, wird aber es nicht werden, weil das wird einfach zu voll sein. Das ahne ich schon. Das heißt, wir müssen auf andere Plätze ausweichen. Hier ist ein Parkplatz, kostet 10 Euro die Nacht.
Es gibt eine Entsorgung für die Toilette auf jeden Fall. Ja. Mehr aber auch nicht. Na gut, aber dafür zumindest das. Und ich glaube, dass der Platzwart hier rumkommt. So haben wir das jetzt mal gelesen. Also ja, gelesen. Es gibt keinen Automaten hier, dementsprechend haben wir das da gesehen. Toiletten gibt es aber auch noch. Ja. Es gibt so einen anderen Platz, der ist auf der anderen Seite, also eigentlich auf der besseren Seite, weil wir müssten eigentlich rüber. Aber auf der anderen Seite seid ihr an so einer lauteren Straße. Und das muss man sich überlegen, ob man das möchte oder lieber etwas ruhiger stehen will. Genau. Wenn es nicht regnen würde, die Brücke ist nicht zu weit weg, dann könnte man rübergehen. Aber ja, das Wetter spielt halt einfach nicht mit. Ja, wir haben es dann kurz vor 5. Ich denke mal, wir werden langsam Essen machen. Ja, das habe ich auch so gedacht. Ja. Vorbereiten, bis es soweit ist, ist es auch 18 Uhr. Du willst bestimmt einen Salat wieder heute essen. Richtig. Dann dauert das eh wieder länger. Ja. Und dann melden wir uns nach dem Essen nochmal wieder, wo es denn vielleicht morgen hingehen könnte, was so das Ziel ist. Beziehungsweise was wir morgen auf jeden Fall machen müssen. Ja, genau. Gegessen haben wir. Ja. War sehr lecker, wie immer. Hat gut gemacht, hat es gut gekocht. Das freut mich zu hören. Und ja, morgen müssen wir noch einiges machen. Morgen haben wir ja den 31.12. Silvester. Wir wissen Stand heute noch nicht, wie weit wir schaffen. Das gucken wir, wie viele Kilometer es sind. Wenn alles gut ist, werden wir morgen schon in Österreich sein. Gucken wir mal. Genau. Aber wir haben alle Zeit der Welt, denn wir müssen so Pi mal Daumen, der Plan war so 5.6. hin nach Linz zu sein. Ja. Das muss er schauen, wenn es früher passt, vielleicht können wir dann noch ein bisschen weiter woanders lang fahren. Weil schauen wir einfach mal. Wir sind völlig planlos, weil wie gesagt, unsere eigentliche Idee ja nicht aufgegangen ist. Morgen müssen wir auf jeden Fall nochmal was einkaufen, also nicht essenstechnisch, dafür haben wir ja vorgesorgt. Genau. Aber Gas? Ja, genau. Gasflasche wird heute Nacht wahrscheinlich umspringen auf die andere, das heißt, wir sind knapp eine Woche mit einer Gasflasche ausgekommen. Ja, genau. Fehlt ein Tag dran jetzt. Also, nee. Nee, morgen ist Samstag. Ja, doch, eigentlich also, eine Woche. Also, ein halber Tag, sagen ja, wir mal, weil genau. Wenn das die Nacht umspringt. Aber es war auch nicht so kalt. Also, wir hatten zwar immer mal Temperaturen in der Nacht von 4 Grad oder sowas, aber nicht immer, sondern nur irgendwie 3 Tage oder so. Und ansonsten halt eher 10 Grad, 8 Grad, 10 Grad, da braucht man nicht so viel Gas. Das ist da war ich sehr überrascht, das muss ich wirklich sagen, ja. Ja, die macht auch relativ, wenn sie mal heizt, dann macht es auch schön muckelig, sonst ja. Hat man es nicht so. Dann müssen wir auf jeden Fall morgen noch tanken, ja. Denn wir haben ja einen Tankgutschein bekommen. Haben wir alles hier, Gott sei Dank, in den nächsten Orten, müssen wir nur ein bisschen den Berg rauf und dann haben wir dort die Tankstelle, dort haben wir auch den Baumarkt. Das finden wir schon. Hoffen wir, dass das alles auch auf hat. Ja. Ja. Und dann werden wir morgen in vielleicht Österreich da sein. Momentan warten wir eigentlich hier noch die ganze Zeit, dass der Wart kommt. Es ist jetzt schon 7:30. Er ist immer noch nicht da. Ja, ich denke, dass wir uns jetzt bald irgendwie Film fertig machen und dann, ja, Pech gehabt. Ja, wir nehmen das Geld mit nach hinten, dann machen wir zur Not hinten das Fenster auf, wenn genau. Da was ist, weil ewig lange wollten wir jetzt ja eigentlich auch nicht machen, denn es ist nur ein Zwischenstopp. Das Wetter, wie gesagt, wird nicht besser. Es hört immer mal wieder auf, dann fängt es wieder mal an. Auf jeden Fall haben wir keine Möglichkeit, eigentlich was von Wertheim zu zeigen. Leider nicht. Aber heißt für uns wieder eine Ortschaft, die einen Reiz macht, ja. Wiederzukommen. Auf jeden Fall. Aber wir können euch noch mal ein paar Abendbilder einblenden, weil die habe ich ja jetzt noch mal gemacht. Genau, du hast ja noch mal was kontrollieren müssen und da ist das dann gleich in einem Atemzug gemacht worden. Genau. So, dann würden wir sagen, gute Nacht und morgen geht es ja weiter. Also ihr wisst, wie es geht. Einmal Augen zu, Augen auf und schon ist wieder Tag, wenn das dann immer nur so schnell gehen würde. Tja. Guten Morgen. Guten Morgen. Aus Kreuzwertheim. Wir müssen uns mal ein bisschen korrigieren, denn Wertheim ist da drüben. Ja, wir gucken nach Wertheim. Genau, wollte ich gerade sagen, weil wir stehen noch in Kreuzwertheim. Wir vor allen Dingen in zwei Bundesländern. Also wir gucken nach Baden-Württemberg. Stehen aber in Bayern. Genau, so haben wir das jetzt auch vor und wir wollen auch in Bayern bleiben. Deshalb, ja. Obwohl, es stimmt gar nicht, denn wir fahren gleich rüber, denn wir müssen jetzt zu einer Aral-Tankstelle, um unseren Gutschein auszulösen. Richtig. Und da drüben ist auf der anderen Seite auch ein Baumarkt, weil ja. Die Gasflasche ist dann heute Nacht leer geworden. Ja, so wie wir das geplant hatten. Heute Morgen ist das erst leer geworden.
Ja, heute Morgen, genau. So wie wir es aber geplant hatten, dass sie jetzt natürlich leer geht. Also leer wird. Gut eine Woche sind wir dann damit mit einer 11 Kilo Gasflasche vorgekommen. Das ist super. Ja. Wir blenden euch jetzt noch ein paar Bildchen ein, die wir gerade geschossen haben, weil heute ist es sehr schön. Wobei, wenn ich nach da gucke, sieht es schon wieder sehr grau aus, aber wir gucken einfach in die Richtung. Bloß, dass ihr mich dann nicht mehr hört. Das ist das Problem. So, ja. Wir fahren los und melden uns dann wahrscheinlich von während der Fahrt wieder. Wir haben so ein grobes Ziel. Ob es das aber wird, verraten wir euch dann, wenn wir so ungefähr kurz davor sind. Genau, richtig. Wissen wir ja noch nicht, ob wir es auch schaffen. Vielleicht ist ja Stau und so. Genau, das wollen wir uns einfach mal offen halten. Dann würde ich sagen, los geht's. Kleiner Stopp zwischen Erlangen und Nürnberg. Irgendwann muss man mal kurz auf Toilette gehen. Und wir halten da eigentlich lieber an, weil während der Fahrt nicht auf Deutschlandstraßen, das ist einfach ab und zu wackelig. Zu wackelig. Ja. Ja, wir werden jetzt durch. Unser Ziel ist aktuell Landshut. Wenn alles gut geht, sind wir kurz nach zwei da. Dann schauen wir mal, ob wir da ein Plätzchen kriegen. Wenn nicht, müssen wir nämlich weitersuchen. Ja. Und dann ist halt die Überlegung, entweder bleiben wir da eine Nacht oder zwei Nächte, das überlegen wir uns noch. Weil Landshut ist ja nicht mehr so weit weg von Sachen, die wir uns da vielleicht in Österreich dann anschauen wollen. Genau. Wie gesagt, wir haben immer noch keinen Plan. Wir wissen, dass wir irgendwann auf jeden Fall in Linz sein wollen. Mhm. Sonst haben wir absolut keine Planung in dem Bereich. Aber wann wir in Linz sind, das wissen wir auch noch nicht so genau. Das hängt auch davon ab, wie jemand anders noch Zeit hat und so weiter. Das müssen wir noch absprechen. Genau, ja. Das machen wir alles, aber erst nächstes Jahr. Das ist dann. Genau. Wobei für euch ist es dann im dieses Jahr noch. Ja, klingt doof, aber so. Genau. So, ja, ab geht's, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch anderthalb Stunden und wahrscheinlich tanken müssen wir auch nochmal. Schauen wir mal jetzt erstmal noch ein bisschen fahren und dann sehen wir. Genau. Angekommen sind wir. Genau, jetzt gibt es erstmal eine Brotzeit. Genau, weil wir schon in Bayern sind, da kann man noch eine Brotzeit machen, ne? Bevor wir uns hier Landshut angucken. Auf dem ersten Blick, schön, ne? Ja, also das, was man so sehen könnte, man sieht ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Burg, ist das ein Schloss? Ich glaube, es ist das Schloss. Irgendwas hier von Landshut ist direkt in Sicht, also hinter euch. Ihr seht es leider nicht. Ihr seht ja, ich muss auch mal so runter, damit es geht. Ihr seht es aber gleich, wenn wir gegessen haben, dann geht das. Geht genau, das dann los. Machen wir auf jeden Fall nochmal eine Stadttour, ein bisschen frische Luft. Ja. Wir sind heute viel gefahren, irgendwie braucht man noch ein bisschen frische Luft. Genau. Aber vorher die Brotzeit für euch. Wir bezahlen jetzt hier sage und schreibe bis zum 2.1. 11 Uhr, weil am Abreisetag müssen wir um 11 Uhr weg sein. 1 Euro. Genau. Also nicht wirklich viel. Genau, Strom haben wir auch genommen, 50 Cent für eine Kilowattstunde. Also haben wir auch einen Euro reingesteckt, erstmal 2 Kilowattstunden. Genau, damit wir ein bisschen Strom, das wird eh ewig dauern. Wer weiß, ob wir das loswerden. Wahrscheinlich zum Not muss er irgendwann wieder den Kühlschrank drüber laufen lassen. Ja, wenn der Kühlschrank läuft, wäre es heute Abend leer. Ja, das wollen wir aber erstmal nicht. In diesem Sinne, jetzt eine Brotzeit und dann zeigen wir euch Impressionen aus Landshut.
Guten Morgen. Guten Morgen und ein gesundes neues Jahr. Nochmal? Achso, nochmal. Ne, haben wir schon. Haben wir schon mal gesagt, weil das Video kommt ja viel später, aber wir haben ganz offiziell heute den 1.1.2023. Genau. Ja, jetzt habt ihr euch gewundert, irgendwie, die zeigen Bilder von der Stadt und dann war Ruhe. Ja, manchmal muss man auch in Silvester ein bisschen ruhig reingehen und wir haben einfach gedacht, ach, da zeigen wir mal nichts weiter. Heute versuchen wir vielleicht noch ein paar Bilder aus Landshut einzufangen, weil es soll ein sonniger Tag heute werden. Die Nacht war sehr, sehr neblig. Man merkt, die letzten zwei Jahre durfte man nicht knallen. Ja. Dementsprechend haben die alle hier losgelegt, wobei komischerweise schon eine Viertelstunde vorher. Wir können ja ein paar Bilder einblenden. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Genau, das zeigen wir euch gerade in dem Moment. Und ja, wir machen jetzt Frühstück, haben es kurz nach neun. Ja, der frühe Wurm fängt, der frühe Wurm, der kann nicht mal. Mich nicht. Und ja, jetzt heißt es Frühstück machen und dann ganz, ganz, ganz entspannt ins neue Jahr starten. So ist das. Wir haben es, keine Ahnung wie spät, ich weiß es nie, doch 11:30 haben wir es. Und da denken wir mal, es ist Zeit für einen schönen Sonntagsspaziergang. Und ich finde, das ist ein guter Vorsatz für ein neues Jahr. Genau, bei Sonnenschein natürlich. Ich habe meine Sonnenbrille nicht mit, weil, falsches Auto. Ja. Ist halt so. Tausende von Sonnenbrillen, aber genau in dem Auto ist noch keine Sonnenbrille. Ich glaube, mal gucken, ob das passiert, dass wir uns nochmal eine Sonnenbrille kaufen. Ah. Also für ihn. Ich habe ja wenigstens dran gedacht. Tja, bald habe ich überall eine Sonnenbrille. Genau, sicher ist sicher. Gut, wir wollen jetzt ein bisschen stratzen. Mal gucken, ob wir einen einigermaßen angenehmen Weg finden. Ja, ich denke schon. Ich weiß, dass er wohin will und dann kriegt er seinen Willen. Ja. Entsprechend verlaufen wir jetzt einmal dahin. Könntest du mal kurz dahin zeigen, wo wir dahin machen? So, kann man das drehen? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Dann müssen wir kurz beenden. Da oben hoch soll es gehen. Ja. Sieht genauso hoch aus wie in Marburg. Aber ist nicht ganz so hoch. Ist viel, viel weniger Anstieg. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden 80 Fall. Meter. Ja, dann werden wir mal den Weg gehen. Du musst nicht so schreien, du hast das Mikrofon direkt vor deiner Nase. Ne? Weiß also, ich. Brüll da nicht so doll. Gut, dann heißt es da jetzt hinlaufen und von dort oben melden wir uns dann wieder. Die ersten Meter haben wir geschafft. Wir wissen, wann sie erbaut worden ist. Das zeige ich euch aber oben. Und jetzt will ich euch kurz etwas zeigen. Moment. Da steht jetzt kürzester Weg zur Burg. Ich ahne aber, es ist vielleicht der kürzeste, aber nicht vielleicht gerade der leichteste. Könnte wir werden ein bisschen steil euch werden. Das oben dann erzählen. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Eine wirklich grandiose Aussicht. Ja, und ihr müsst sage und schreibe, nur knapp 80 Treppenstufen steigen. Hast du so viel jetzt gezählt? 80 Stück waren es. Okay, man muss dazu sagen, dieses Flache, was ihr gerade gesehen habt, das haben wir jetzt nicht mitgezählt. Nein. Offiziell sind es also nur 80 Treppenstufen. Ist ja ein Klacks, deshalb ist es der kürzeste Weg hier hoch. Also das Navi hatte gesagt, irgendwie 80 Höhenmeter von dem Parkplatz unten, wo wir stehen, oder Wohnmobilstellplatz ist, bis hier hoch. Und ich finde, das geht. Ja, und jetzt schauen wir noch ein paar weitere Dinge hier oben an. Mal gucken, wie die Aussicht auf der anderen Seite ist. Neujahr, was haben wir natürlich dadurch? Geschlossen. Leider geschlossen. Das heißt, wir können euch nicht viel zeigen. Heißt aber für uns, auch hier müssen wir irgendwann nochmal wiederkommen. Ja. Denn das ist schon machbar, wenn man nicht so losstratzt wie ich, ist das schon kein Problem. Sie ist 819 Jahre alt, das ist 1204 gebaut worden und heißt eigentlich auf Deutsch, trau dich nicht. Burg, trau dich nicht. Genau. Ich glaube, so hoch wie das hier ist, hat sich auch niemand getraut, hier irgendjemanden anzugreifen. Also das ist die Übersetzung von Burg Trausnitz. Genau. Trausnitz. Ja, und jetzt zeigen wir noch ein paar Bilder und dann gehen wir wieder runter. We'll be right back.
auf jeden Fall schon eine schöne Sache hier. Hier frage ich mich natürlich, was machen die, wenn der Holzwurm kommt? Dann kracht es aber ganz schön ein. Das könnte passieren, ja. Aber, ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn nicht gerade Sonntag ist und Neujahr, wenn halt das Museum geschlossen ist. Manchmal hat man halt Pech und manchmal haben andere Glück. Ja, gut. Muss man zum anderen Tag nochmal herkommen. Haben wir ja gesagt. Genau, man ist ja nicht jedes Jahr Neujahr hier. Ne? Das ist relativ selten. Mir fällt heute oder heute Morgen beim Frühstück ist mir schon aufgefallen, dass wir es wirklich geschafft haben. Wir sind ja jetzt schon eine Woche unterwegs und wir sind nur auf zwei Plätzen doppelt gewesen, also da, wo wir schon mal waren. Ansonsten sonst haben wir wirklich neue Plätze mal angefangen. Ja, genau. Und die waren bisher alle schön. Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen wie eine Schlösser, Burgen, Flusstour vor. Genau, also, wir sind immer wieder an einem neuen Fluss. Also jetzt sind wir an der Isar, ne, und halt wieder eine neue Burg. Dann waren wir an der Burg Lahnstein mit ja. Lahn und Rhein. Wir waren an der Saffenburg, an der Ahr. Genau. Lindewecher, da sind bestimmt auch irgendwelche Burgen, die ich jetzt gerade nicht weiß. Ach, das gibt auf jeden Fall überall irgendwelche Burgen. So, und jetzt geht's, müssen wir mal gucken, hier die Treppe runter. Müssen wir mal gucken, genau. Rechts wäre es jetzt runtergegangen, links ist mein Mann wieder so neugierig gewesen, hat durch diese Tür da geguckt. Es lohnt sich ja für euch auch immer, wenn ich neugierig bin, dann sehen wir noch was. Und so sind wir jetzt im Hofgarten gelandet und die Aufnahmen, die seht ihr jetzt. Na, das hat sich doch nochmal gelohnt. Ja, das ist nochmal eine Überraschung hier gewesen. kennen wir bei uns im Hohen Norden nicht. Und diese so. Aussicht hier hinten, geil, wirklich. Ja, richtig schön. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid jetzt wach geworden. Wir auf jeden Fall, das war schon rumsig. Und ich glaube, wir blenden jetzt mal ein Bild ein. Es lohnt sich manchmal 1000 Bilder zu machen pro Sekunde, dann hat man vielleicht das eine Bild dabei und das seht ihr gerade. Richtig cool. Ja. Und wir werden jetzt wahrscheinlich durch den Märchenwald gehen, um wieder nach unten zu kommen. Ja. Denn da unten, da wollen wir noch hin. In die Altstadt. In die Altstadt. Und dann werden wir einfach noch den Tag schön genießen. Denn heute haben wir nicht viel vor. Wir bleiben im Landshut. Wir wollen nicht weiterfahren. Da geht es erst nämlich morgen weiter. Genau. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Isar und laufen jetzt durch ein Mahnmal. Genau. Oder wie wir es nennen würden, ein Mahnmal. Gucken in Richtung St. Marien.
Kirche, glaube ich. Marien. Ja, und auf die Burg Landshut. Also beziehungsweise Burg. Taunitz, ne? Trausnitz oder so. Ja. Trausnitz. Ach, Burg trau dich nicht. Eben da gewesen, schon wieder den Namen vergessen, wie immer. Ach, der weiß nicht, der Bengel. Tja, so ist das. Und ja, wir genießen jetzt auch den Spaziergang, denn wir haben auf jeden Fall dann es verdient, wenn wir zu Hause ankommen. Also sprich dem Teddy, den gibt es lecker Apfelpfannkuchen. Ja, hast du dir gewünscht. Ich habe gestern vorgeschlagen, dass wir das mal machen. Du hast dir gewünscht, dass wir auf die Burg gehen, also wünsche ich mir was zum Essen. Ja, ist okay, kriegen wir hin. So ganz einfach ist das. Kriegen wir schon hin. Hast du nicht gesagt, dass man hier nicht wollern dürfte in der Altstadt? Doch, auf dieser Seite ja, auf der anderen Seite nicht. Also auf der anderen Seite nicht. Also hier durfte man wieder wollern. Wunderbar, warum so viel Müll hier umherliegt. Guti, wir werden euch noch ein, zwei Bilder hier einblenden von der Isar. Und ja, dann geht es Richtung Teddy wieder. Dann haben wir uns jetzt auch rausbewegt hier. Ja, wir haben es bei anderen gesehen, machen es nach, wie immer. Da steht das Essen. Genau. Auch wie immer. Immer ist irgendein Essen auf dem Tisch. Ja, irgendwas ist ja auch immer, ne? Ja. Wir haben ja keine Stühle mitgenommen, weil wir dachten, naja, das Wetter wird ja nicht so wärm, dass man es machen kann. Jetzt, haben wir aber gesagt, einen Stuhl nehmen wir mit. Das ist der Stuhl von Thorsten, von unserem Kamerakind. Ja, genau. Also ich hatte gedacht, irgendwie für die Messe oder sowas, wenn man sich dann doch da hinsetzt oder so, ich sitze auf dem Hocker. Das geht jetzt auch mal, alles gut. Ja, wir wollten ja auch ein bisschen Gewicht sparen, ne? Genau, wir bleiben auch nicht ewig draußen, weil da ist dann die Aussicht auf diesen Parkplatz ja nicht so schön. Aber ein bisschen Sonne noch genießen, denn heute ist nämlich der Tag der Sonne. Die Rest der Tage ist dann wieder eher bewölkt, also muss man das ja ausnutzen. Und so. Der Blick auf die Burg und so weiter ist doch schön, das zeigen wir euch gleich nochmal. Genau, das zeigt euch Stefan und ich nehme mir schon mal mein Essen. Also, guten Hunger. Guten Hunger. Einen schönen Spaziergang haben wir nach dem Abendessen gemacht. Oh ja. Ja, das heißt zwischen Apfelpfannkuchen und jetzt habt ihr im Endeffekt verpasst, dass er ein Video geschnitten hat, dass ich mein Buch weitergelesen habe. Ja gut, das ist ja auch nicht so spannend. Ne? Und dementsprechend haben wir gedacht, machen wir den harten Cut und auf einmal ist es dunkel und in dieser Folge oder mit dieser Szene möchten wir diese Folge beenden. Genau. Es geht für uns natürlich weiter, der Roadtrip. Lustigerweise 66 ist das hier. Aha, geht jetzt weiter in 66 A, B, C oder irgendwas. Auf jeden Fall geht es weiter. Jetzt definitiv nach Österreich, da geht es weiter. Wir wollen wohin? Morgen nach Gmunden an den Traunsee. Wir werden uns mal das Schloss am Traunsee angucken. Also Schlosshotel Ort. Vielleicht kennt das jemand noch aus den Serien vom ZDF damals, glaube ich, ZDF war es. Also auf jeden Fall ist es sein Plan, mein Plan sieht so nicht aus. Nein? Nein. Na, mal gucken. Aber wir werden es sehen. Wie gesagt, morgen geht es dann weiter, das heißt in einer anderen Folge. Ja. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wenn ihr noch Tipps hattet, wir sagen auf jeden Fall, Landshut kriegt Daumen nach oben. Allein für den Parkplatz 1 Euro, wie gesagt, für 2 Nächte. Super. Wenn wir es übers Wochenende stehen, super toll. Und Strom auch wirklich ist dabei. Modern, ne? Also. Fähr- und Entsorgung, alles dabei. Nur zu Silvester hat der große Knallerplatz. Das wissen wir jetzt auch. Ja gut, das ist ja klar. Aber ich denke, heute wird es ruhiger. Heute wird es ruhiger und in diesem Sinne, wie gesagt, haut runter in die Kommentare, lasst einen Daumen nach da, denn das freut uns sehr. Ja. Und ja, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.